Was machst du im medizinischen Notfall? Wo hast du deine Frau kennengelernt? Welche Krankenversicherung hast du? Was sind die größten Herausforderungen beim Leben in Thailand? Wie viel Geld braucht man im Monat? Von was lebst du in Thailand? Was für ein Visum hast du, Stefan? Wie wandere ich am besten aus? Hey, hallo meine Freunde. Heute möchte ich mal ein Video machen über alle meistgestelltesten Fragen. Sei es sonntags in meinen Livestreams oder unter den Kommentaren in den Videos. Es tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf. Jetzt fassen wir sie mal zusammen. Die wichtigsten Fragen übers Auswandern, über Thailand, über mich, die mir permanent gestellt werden. Ihr bekommt auf jede Frage eine Antwort. Ist doch ganz klar, meine Freunde. Los geht's. Ja, eine der meistgestelltesten Fragen ist, was für ein Visum hast du, Stefan? Wie kann es denn sein, dass du immer dich in Thailand aufhalten darfst? Mit was für einem Visum bist du im Land? Ich habe im Endeffekt den Long Stay Term, das heißt, ich habe das Jahresvisum. Ich habe das Visum, wo ich ein Jahr lang bleiben darf und muss es wieder verlängern. Du musst es jedes Jahr verlängern. Das ist das gleiche Prinzip wie alle Long Stay Visas. Das ist das gleiche wie das Rentenvisum. Das ist alles das gleiche. Das ist immer die gleiche Prozedur. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann hast du schon deine Unterlagen, deine Dokumente, wo sie brauchen, hergerichtet, dann fährst du einfach hin, gibst ihnen die Dokumente, zeigst, dass das Geld noch auf deinem Konto drauf ist. Da musst du ja als Verheirateter 400.000 Baht haben, als Single 800.000 Baht. Und das muss mindestens 3 Monate, bevor du es wieder beantragst, auf deinem Konto sein. Deswegen habe ich da ein Konto extra angelegt bei der Bangkok Bank und da ist das Geld von meinem Longstay-Term-Visum drauf. Und das wird auch nicht angerührt. Da ist auch Plus drauf, nicht nur 400.000, weil die kosten ja Gebühren. Das heißt, passt da auf, euer Konto kostet Gebühren. Das kann 200 Baht im Jahr sein. Wenn du jetzt 400.000 drauf hast und willst es wieder zeigen, dann fehlen dir plötzlich 200 Baht. Ich meine, ob jetzt da Stress gemacht wird oder nicht, ist die andere Frage, aber legt halt nicht nur, sondern legt dann einfach mal plus 10.000 Baht mehr hin, dann reicht es auf jeden Fall mal über Jahrzehnte und ihr kommt nicht in die Bredouille eben mit dem Fall Kontogebühren, dass sie plötzlich was wegnehmen. Und du musst dich alle 3 Monate melden. Alle 90 Tage machst du deinen Report. Das ist die Themen 47. Das kannst du in online machen mit der App. 2 Tage, bevor ich es wieder machen muss, geht bei mir am Handy ein Timer. Und dann mache ich es in der Früh beim Aufstehen gleich im Bett. Zack, zack, dauert 30 Sekunden. Deswegen Visum. Ich habe das Heiratsvisum, verheiratet mit einer thailändischen Staatsbürgerin und habe somit das Longstay-Term bekommen. Dann natürlich auch eine der meistgestelltesten Fragen, von was lebst du in Thailand? Was arbeitest du? Woher hast du dein Geld? Wie finanzierst du deinen Lebensunterhalt? Und da muss ich gleich mal dazu sagen, ich finanziere nicht nur meinen Lebensunterhalt, sondern auch den von meiner Frau und natürlich habe ich noch einen Hund. Finanziere ich komplett von Mieteinnahmen aus Deutschland. Das bedeutet, ich habe eine Wohnung abbezahlt. Das heißt, ich habe mir vor 15 Jahren mal eine schöne Wohnung gekauft und habe die abbezahlt. Und habe da mein ganzes Geld reingesteckt. Ja? Fast mein ganzes Geld steckt in dieser Wohnung. Und davon lebe ich. Die schmeißt mir jedes Monat meine Mietkosten raus. Und die reichen, um in Thailand zu leben. Plus eben auch noch ein bisschen was anzusparen. Ja? Nicht viel, aber ein bisschen haben wir im Petto. Falls die Reifen am Pickup kaputt gehen, die Waschmaschine oder man neue Schuhe braucht, ihr wisst, wie es ist. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie viel Geld braucht man im Monat in Thailand zu leben? Auch die Frage natürlich, die ist natürlich auch eine der meist interessantesten und meist umstrittensten Fragen, die ich auch ganz oft bekomme und da, wo ich allerdings schon ganze Videos drüber gemacht habe. Und ich versuche eigentlich immer jedes Jahr, wenn sich was verändert hat, ein neues Video zu bringen einfach, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid, weil auch die Preise in Thailand verändern sich permanent und zwar nicht zum Guten. Das ist der Nachteil. Fakt ist, dass auf jeden Fall seit den letzten 1,5 Jahren, 2 Jahren vieles stark teuer geworden ist hier in Thailand. Ist schon klar, das kann man jetzt nicht mit Deutschland oder Europa vergleichen, natürlich mit der aktuellen Situation, da brauchen wir nicht reden. Trotzdem, wenn du nach Thailand kommst und hast deine Rente oder deine Mieteinnahmen, dann hast du ja irgendwo ein begrenztes Limit. Und da musst du natürlich gucken, wie viel Plus hast du drin, wenn immer alles teurer wird. Und da ist es aktuell bei mir einfach so, wir merken es am meisten am Strom. Da wurde der Strom noch bei, vor ein paar Jahren war der Strom noch bei 1000 Baht. Mal, wenn man übertrieben hat, 1200 Baht. Dann bist du guckst, ist der Strom plötzlich mal bei nie wieder unter 2000 Baht. Und aktuell ist der Strom sogar auch manchmal bei 3000 Baht. Die größten Stromkostenfresser, die ihr haben könnt in einem Haus in Thailand, das sind die Klimaanlagen. Und falls du noch einen Pool hast, also ich habe keinen Pool, aber falls du noch einen Pool hast, auch der Pool mit der Pumpe, die Filterpumpe, die irgendwie am Tag stundenlang läuft, der wird dir auch noch was ziehen. Ansonsten brauchst du nicht so viel Strom, wenn du jetzt ganz normal lebst. Deine Extras natürlich, was ich jetzt aufzähle, sind natürlich die,
Das sind die Fresser. Also Klimaanlage haut weg, vor allem wenn du dich mal dran gewöhnt hast und denkst, du musst sie die ganze Zeit eingeschalten haben. Dann gehst du eigentlich nicht unter 3.000 am Monatsende raus. Und ich sage jetzt mal so 80 Euro Strom im Monat in Thailand, das ist voll viel Geld. Aber um auf das zurückzukommen, wie viel brauche ich im Monat? Da sind wir jetzt wieder dabei, wie bei der Frage vorher. Nicht ich, sondern meine Frau, mein Hund und ich, wir drei, haben ein Budget, mit dem wir durchkommen. Und mit dem wir auch gut durchkommen. Also wir sparen jetzt nicht groß was vom Mund ab, aber wir sind halt jetzt auch nicht die, die jeden Tag ins beste Restaurant gehen müssen und die Business Class fliegen müssen. Ja, sondern alles auf dem Boden geblieben, brauchen wir im Monat aktuell fürs ganz normale Leben 1.100 Euro. Mal mehr, mal weniger. Aber von mehr rede ich jetzt nicht von Hunderte von Euros mehr, sondern mal ein 50er mehr, mal ein 80er mehr, mal aber auch ein 50er, mal ein 80er weniger. Das ist die umstrittenste Sache ever eigentlich hier in Thailand. Wie viel brauchst du, wie viel brauche ich? Es gibt Leute, die brauchen hier 10.000 Euro im Monat, es gibt Leute, die brauchen hier 600 Euro im Monat. Ja? Das ist aber dein Lifestyle, das ist das, was du im Endeffekt erleben möchtest hier. Wenn du jetzt irgendwo in Phuket lebst, dann wirst du wahrscheinlich mit der Konstellation von uns und dann auch noch immer in die Bars abhängen oder so, niemals mit dem Geld hinkommen. Da brauchst du eher das Doppelte. Und wenn du Single bist und es richtig krachen lässt und das jeden Tag oder jeden zweiten Tag und überall abhängst mit Entertainment und allem, dann behaupte ich mal, brauchst du wahrscheinlich 3K, vielleicht auch mehr. Wo hast du deine Frau kennengelernt? Das ist auch eine der meistgestelltesten Fragen. Ich habe meine Frau kennengelernt über einen wahnsinnigen Zufall, übers Motorradfahren. Das heißt, ich habe jemanden kennengelernt, mit dem ich Motorrad gefahren bin, und der ist verheiratet mit der Schwester meiner Frau. Ja, jetzt habe ich ihn besucht in Thailand und hat somit meine zukünftige Frau kennengelernt, weil sie eben die Schwester ist von der Frau, die in dem Haus da wohnt. Irgendwie war das ganz nett und ganz schön, und so hat das im Endeffekt angefangen. Da habe ich aber auch schon ein Video dazu. Das könnt ihr euch auch mal reinziehen, da erfahrt ihr die ganze Story. Welche Krankenversicherung hast du? Das ist auch eine Frage, die natürlich sehr berechtigt ist und sehr oft gestellt wird. Da ist bei mir aktuell so, ich habe aktuell noch die Mavista. Mavista Expat Care. Das ist eine Krankenversicherung für Expats. Ich werde allerdings mir bald eine thailändische Versicherung holen. Weil es hat einen Vorteil. Die Mavista geht nur bis zum 60. Lebensjahr. Und dann geht sie auch eigentlich nur maximal 10 Jahre. Und deswegen möchte ich, so schnell es geht, solange ich jetzt noch keine extremen Vorerkrankungen habe, ja, also ich habe jetzt keine Diabetes oder irgendwie diagnostiziertes Bluthochdruck oder sonstiges. Jeder Mensch wird irgendwann, wir wissen mal, damit konfrontiert sein. Jeder hat seine Wehwehchen, hier und da zwickt's. Bevor das der Fall ist, möchte ich aber in eine Versicherung in Thailand rein, damit ich da komplett relativ, also ich habe auch eine kaputte Hüfte, ich habe auch Dinge, ja, die werden wahrscheinlich ausgeschlossen werden, da kommen wir nicht drum rum. Aber ich schaue einfach, dass ich es noch abschließe, bevor alles ausgeschlossen werden muss. Wisst ihr, was ich meine? Und da möchte ich versuchen, die nächsten Wochen eine vernünftige Thai-Krankenkasse, die wird ein bisschen mehr Geld kosten. Ich zahle jetzt 80 Euro im Monat, meine Frau zahlt 70, die hat die gleiche. Für meine Frau haben wir jetzt allerdings schon eine richtig gute Thai-Versicherung abgeschlossen, da zahlt sie 90 und ich werde dann wahrscheinlich irgendwie so 100, 120 um den Dreh zahlen. Und dann steigt es aber irgendwie alle 10 Jahre. Aber wenn ich da eine Info habe, dann lasse ich euch die auf jeden Fall zukommen. Da gibt es auf jeden Fall extra Video, meine Freunde, versprochen. Was ist dein Lieblingsort in Thailand? Das ist auch eine Frage, die ganz oft kommt, die auch berechtigt ist. Da kann ich echt nur dazu sagen, ich tue mir wirklich schwer, mich auf Dinge festzulegen. Was ist dein Lieblingslied? Was ist deine Lieblingsspeise? Weil es gibt immer nicht nur eins, wisst ihr? In meinem Leben gibt es immer nicht nur eins davon. Und deswegen, was ist der beste Ort? Das kann ich dir so nicht sagen, weil ich mich nicht festlegen will. Aber ich sag mal, die best of three, die besten drei Sachen, die ich gut finde, ist da, wo mein Haus steht, also Phetchabun, Lom Sak Area. Weil einfach, da bin ich gefühlt am relaxtesten, am weitesten weg von dem Lärm dieser Welt. Da ist alles gut und es ist wunderschön. Und es geht mir richtig gut. Platz Nummer zwei wird jetzt einfach mal ein bisschen größer gehen. Die komplette Koh Chang-Inselgruppe. Ja? Koh Chang Kumak Koh Kut. Das ist eines der wunderschönsten Plätze in Thailand. Warum? Erkläre ich euch. Du hast auf Koh Chang auf jeden Fall einen ziemlich geilen Lifestyle, also richtig gute Leute. Ich sage jetzt mal so ein bisschen alles lockerer, easier, nicht so brachialen Massentourismus. Und auf Koh Kut hast du einfach wunderschöne Strände und wunderschönes Wasser. Und Koh Mak ist so das kleine
Paradies dazwischen. Platz Nummer 3 wird es jetzt bei mir schon schwierig, weil da wieder so viele gleiche Sachen wären. Da ist jetzt zum Beispiel Phuket, weil einfach Phuket, schöne Strände, Party, Großstadt, das typische Thailand-Treiben im Tourismus. Phuket auch nicht schlecht, keine Frage. Same, aber Pattaya. Pattaya auf eine bisschen andere Art, aber hat auch seinen Reiz und finde ich interessant und finde ich gut. Dann aber auch Bangkok irgendwo. Die Partys in Bangkok sind legendär und die Abende und die Restaurants. Also ihr seht, allein bei Platz 3 muss ich schon zusammenfassen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es schafft, dass ihr einen Ort wirklich euch auf einen Ort beschränkt. Wenn ja, schreibt ihn mir in die Kommentare. Wenn nicht, mach auch eine Top 3. Möchte ich wissen. Gibt es giftige Tiere bei dir im Haus? Das ist auch eine Frage, die bekomme ich vor allem von Freunden gestellt, die sagen, hey, ich will dich mal besuchen, aber du, gibt's da diese fetten Spinnen? Oder was ist mit den Schlangen? So, das will auch jeder wissen. Ja, die gibt's. Die gibt's alle. Allerdings sind es ja Fluchttiere, meine Freunde. Das heißt, ihr müsst euch im Klaren sein. Diese Tiere sind nicht auf Angriff aus. Das heißt, diese Tiere werden jetzt nicht auf euch losgehen im normalen Fall. Außer du gehst jetzt zu nah zu denen irgendwie ein Nest hin. Da wo die brüten oder so, wo Schlange ihre Eier legt da und du würdest jetzt da hinkommen und mit dem Stock drin rumstochern. Das ist natürlich nicht cool. Da wird sich ein Tier natürlich immer wehren. Aber im Normalfall am Haus, da leben wir ja. Das heißt, diese Tiere wissen ja, die spüren die Vibration, wenn man ums Haus geht. Die siedeln sich da jetzt nicht an und legen da ihre Eier in nächster Nähe. Deswegen bist du am Haus und alles relativ sicher. Ja, es gibt am Haus bei uns Schlangen. Ich habe ein paar gesehen, aber damit ihr mal so die Häufigkeit mal mitbekommt, wirklich eine realistische Häufigkeit, wie viel man davon sieht. Ich sage jetzt einfach mal das letzte Jahr über eine gesehen. Lass es 2 sein. Und das waren relativ kleine, also keine fetten Dinger. Wo man mal öfter was sieht, ist, wenn man jetzt auf dem Highway fährt und die Schlangen von Reisfeld zu Reisfeld rüber robben wollen und zusammengefahren werden. In dem Moment kommt ein Auto und ein Truck vorbei und dann liegen schon mal teilweise so 3-4 Meter Eumel auf der Straße. Ja, das sieht man. Aber jetzt am Haus habe ich sowas noch nicht gesehen. Skorpione, ja, Skorpione haben wir viele. Auch am Haus, auch mal oben, auch mal in der Toilette. Die größten sind nicht giftig. Eher die kleineren, da muss man aufpassen. Und Spinnen, ja, es gibt die fetten Spinnen, das sind hauptsächlich Krabbenspinnen hier in Thailand. Die gibt es auch bei uns am Haus, aber auch jetzt nochmal innerhalb dem letzten Jahr eine gesehen oder so. Die sind sicher überall, aber wenn du rausgehst, die hauen ab, die sind total schnell und so. Also macht euch da keine Sorgen. Normal, kein Problem. Wie wandere ich am besten aus? Das sind auch Sachen, die ich gefragt werde und das ist natürlich so eine große Frage. Ja. Da würde ich einfach mal sagen, guck einfach mal alle meine Videos, weil dann hast du auf jeden Fall schon mal mehr Infos, wie das alles aufgebaut ist bei mir etc. Das gebe ich in meinen Videos relativ gut preis, sag ich mal. Also ich habe keine irgendwie Geheimnisse oder irgendwas, was ich euch nicht verraten würde oder irgendwo unter- oder übertreiben würde, weil was habe ich denn davon? Das bringt mir nichts. Deswegen ist die Authentizität, die Ehrlichkeit mir auf meinem Kanal extrem wichtig. Wenn du ernsthaft vorhast, auszuwandern nach Thailand, dann komm erstmal hierher, guckst du mal an, wo möchtest du denn leben? Mach dir erstmal Gedanken über das Visum, mit was für einem Visum darfst du denn bleiben? Das zweite wäre das Geld, kannst du dir die Nummer überhaupt leisten? Wenn das alles noch mit Ja beantwortet wird, dann wo willst du denn hin? Und wie hast du das mit der Sprache vorgestellt? Oder wie willst du dich denn beschäftigen? Bleib mal ein ganzes Jahr und schaust dir mal alle Jahreszeiten an. Es gibt auch Zeiten, die jetzt nicht ideal sind, wisst ihr? Deswegen mach das erstmal mit. Mach da mal ein Jahr komplett mit in der Ortschaft, in der Stadt, an dem Ort, wo ihr einfach dann sein wollt. Und wenn euch das immer noch gefällt, dann kann man ja weiter überlegen. Versucht einfach ganz viel Informationen zu bekommen, was ist realistisch, vergleicht alles miteinander und dann macht euch aber eure eigene Meinung und kommt selber hierher. Was machst du im medizinischen Notfall? Auch diese Frage gerne gestellt. Von mir auch gerne gehört, weil sie auch absolut berechtigt ist. Ich kann euch komplett beruhigen. Die medizinische Versorgung ist in einer Großstadt, in einem Touristengebiet vergleichbar mit der deutschen. Definitiv. Da braucht ihr euch keine Angst haben, dass es irgendwie rostige Zangen sind, mit denen sie euch da irgendwo im Mund rumpopeln oder so. Das ist alles desinfiziert, das ist alles, wie es gehört, das ist alles ein vernünftiger Standard mittlerweile. Ja? Das ist nicht mehr Thailand in die 70er oder 80er Jahre, was du hier siehst jetzt. Das ist schon alles state of the art. Die Leute haben vernünftige Ausbildungen, die Leute sprechen top Englisch. Also ein richtiger Arzt, mit dem unterhältst du dich ganz normal. Da ist nichts Hände und Füße so. Gut, Englisch musst du halt sprechen, ja. Es gibt auch Ärzte im Touristengebiet, die Deutsch sprechen, deutsche Ärzte, ja, gibt es auch, brauchen wir nicht reden. Medizintourismus gibt auch, also es gibt tatsächlich Leute, die fliegen von überall nach Thailand und lassen sich da was machen. Also es ist nicht schlecht, nur
Großstadt-Touristengebiete, die haben richtig gute Krankenhäuser, richtig gute Kliniken. Zum Beispiel das Bumrungrad in Bangkok, das zählt unter den 10 besten Krankenhäusern der Welt. Also da machst du nichts falsch, wenn du da irgendwas hast und da reingehst, glaub mir das. Deswegen, medizinische Versorgung, macht euch da keine Sorgen. Wenn du jetzt ganz krass draußen am Land bist, ist es so ein bisschen eben, da wo ich bin zum Beispiel, da gibt es ein Kreiskrankenhaus, da wo man sagt, kann man auch reingehen, wenn man jetzt irgendwo mal was hat. Aber ich würde jetzt nicht am offenen Herzen da drin operieren lassen, das ist auch ganz klar. Da würde ich dann, wenn sowas wäre, versuchen, wenn es noch möglich ist, das ist ja immer so eine Frage, dann nach Bangkok zu kommen oder sonst wo, zu richtig guten Krankenhäusern. Ja. Du wirst immer, wirst du verlangen bleiben. Das ist auch so eine Aussage, die liest man immer wieder und die hört man immer wieder und die wird immer wieder drunter geschrieben. Ja, da wirst du eh nie angekommen sein. Du wirst immer der Verlangen sein und so. Ja, absolut, meine Freunde. Du wirst immer der Verlangen sein. Definitiv. Genauso wie ein Afrikaner, der jetzt in Peking wohnt, immer der Afrikaner in Peking sein wird. Wenn du dich dafür entscheidest, dass du in einem anderen Land wohnst und dann auch noch auf der anderen Seite der Welt, da wo die Leute auch noch ganz anders aussehen, das heißt, wo es auch noch optisch auffällt, dass du nicht von hier kommst, wirst du immer der Verlangen sein. Du wirst du immer der Fremde sein. Ja klar, weil du der Fremde bist, wisst ihr? Damit muss man umgehen. Damit muss man umgehen können. Jetzt sind wir die Ausländer, wisst ihr? Und jetzt ist an der Zeit, mal was ganz wichtig zu sagen, in meinen Augen. Jetzt erfahren nämlich wir, wie es ist, wenn man irgendwo neu ist und irgendwo da ist und niemand kennt. Und ich finde, man sollte daraus lernen. Diese Leute, die einem da so freundlich jetzt annehmen, die es gut meinen in Thailand, denen sollte man wirklich den größten Respekt geben, weil das ist das, wo manchmal in anderen Ländern fehlt, wisst ihr, da wird mit den Fremden umgegangen wie, mir doch egal. Integrationsmäßig so. Ich meine jetzt nicht der Staat und so, ich meine man selbst. Dass man sagt, du, aus dem Freundeskreis, da hat jemand einen Kumpel dabei, der ist aus Bangladesch oder sonst wo. Dass man sich auch mit dem ein bisschen beschäftigt, dass man auch hingeht und sagt, du, trink mal mein Bierchen, Prost. Oder wo kommst denn du her? Und nicht nur am Tisch hocken und keiner redet mit ihm, weißt du, weil er ist der Fremde. Sondern dass man dann sagt, du, pass auf, red doch mit dem. Genau das Gleiche möchten wir doch auch, wenn wir in Thailand sind. Wenn wir irgendwo am Tisch hocken, dass die Leute einmal anstoßen mit uns, dass die Leute einmal zu uns lächeln, dass die Leute einmal sagen, where are you from? Einfach ein oberflächliches Gespräch, aber uns freut's doch. Und das sollte man dran lernen, dass man es in einer anderen Situation genauso macht. Wenn ein Fremder am Tisch hockt, dass man einfach sagt, du, ich versuche jetzt zumindest den Abend über mal ein bisschen in die Gesellschaft zu integrieren und dass wir gemeinsam einen Spaß haben und vor allem, dass ihm auch Spaß macht, wisst ihr? Und da habe ich ganz viel gelernt, eben auch von den Thais, weil die haben es mit mir genauso gemacht. Ändern kannst du es nicht. Du wirst immer der Fremde bleiben. Ja und? Machst du dir da jetzt irgendwie die größten Gedanken drauf oder ist es so schlimm? Verstehe ich nicht. Du wirst aber auch immer eins bleiben. Am Schluss was Besonderes, wisst ihr? Du wirst auch immer der sein, wo man auch die Fehler mal verzeiht, wenn er mal was verkehrt gemacht hat. Anstatt wenn du ganz tief in der thailändischen Gesellschaft drin bist und irgendwo eine Kleinigkeit verkehrt sagst, dann bist du schon gleich wieder auf komplett verratzt, Gesicht verloren, alles. Du hast einen gewissen Freifahrtschein auch. Nimmst doch auch mal die positiven Seiten. Die Thai-Frauen sind immer nur auf das Geld aus. Das hörst du ja immer wieder. Alter Schwede. Ich habe drüber ein Video gemacht, wo ich das erkläre. Und das möchte ich euch jetzt einfach nur hier nochmal verlinken am Schluss, dass ihr das euch anschaut, weil das ist so ein großes Thema. Ich sage nur eins dazu. A, sehe ich nicht so. Hat Gründe, die erläutere ich in dem Video. Guckt es euch an, meine Freunde, weil das Thema ist ein bisschen zu groß. Wie gesagt, es gibt ein ganzes Video. Ich verlinke es am Schluss. Bleibt dran, schaut es euch an, wenn ihr das wirklich sehen wollt, wie es in meinen Augen wirklich ist. Was sind die größten Herausforderungen beim Leben in Thailand? Das ist auch eine richtig gute Frage in meinen Augen, weil da kommen Sachen auf euch zu, die ihr am Anfang auf keinen Fall im Kopf habt. Die werden aber euch konfrontieren. Ja? Und eines der wichtigsten Herausforderungen ist, was machst du mit deiner Zeit? Was machst du den ganzen Tag? Das Wichtigste ist die Zeitgestaltung. Wie gestaltest du deine Zeit? Was machst du? Was für neue Herausforderungen suchst du, damit du irgendwo am Ball bleibst, psychisch auch, wisst ihr? Dann ist natürlich komplett andere Kultur. Die Traditionen. Auch, dass permanent eine fremde Sprache um dich herum gesprochen wird, die du null verstehst. Auch das muss man, das kann mal nerven auch, wisst ihr? Das kann im Urlaub wunderschön sein, mal 6-8 Wochen und alles ist top. Hast du es immer, kannst dich nerven, glaubt mir das. Deswegen auch Sprache lernen. Größte Herausforderung in meinen Augen, das ist die Sprache. Du musst die Leute einfach irgendwann verstehen um dich herum. Ja? Also ich verstehe so fetzenweise und kann mir dann die Gespräche zusammenreimen, aber ich kann dir kein
Siegel drauf geben, ob es wirklich so ist, wisst ihr, was sie gerade gesprochen haben. Aber in Summe habe ich das Gefühl, verstehe ich schon viele Sachen, was hier geredet wird. Wenn du es jeden Tag hörst und Zeug, dann versteht man schon was, ja. Aber du möchtest ja auch mitsprechen können und nicht bloß mitsprechen mit Sabadi Kap, Kopkun Makap, Sambai Dibo, wisst ihr, sondern richtig mitsprechen können. Und das ist in meinen Augen die größte Herausforderung, die Sprache. Ja, meine Freunde, jetzt am Schluss möchte ich einfach nur noch mal sagen, in der Videobeschreibung zu diesem Video und im ersten Kommentar, den tue ich anpinnen, verlinke ich alle Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, die auf diese Fragen auch irgendwo reinpassen. Dann habt ihr noch mal ein bisschen mehr Mehrwert im Endeffekt zu all diesen Fragen. Da habe ich zu den vielen Sachen oder zu ganz vielen eigentlich, habe ich schon ein einzelnes Video gemacht. Da guckt es noch mal rein. Wenn jetzt jemand sagt, du, Punkt Nummer 4, das möchte ich besser wissen, dann habe ich bestimmt ein Video. Ich verlinke euch die alle. Ansonsten kann ich euch nur sagen, vielen Dank natürlich für die Fragen. Ich beantworte immer gern die Fragen, die ihr wisst im Livestream. Ich versuche wirklich auf alles einzugehen, was mir gefragt wird. Manchmal rattert es natürlich dann durch und da sind ja mittlerweile auch oft weit über 200 Leute permanent online. Da ist natürlich so, da rattern dann einfach auch mal Sachen durch. Aber ich versuche jeden zu beantworten und auch jede Frage und jeden Kommentar unter die Videos natürlich beantworte ich. Das Video war jetzt einfach mal so ein Zusammenschluss von den Fragen, die immer wieder auftauchen, meine Freunde. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt die auch unter dieses Video, meine Freunde. Da kann man dann vielleicht mal wieder ein Video draus generieren. Deswegen schreibt unter das Video eure Fragen natürlich auch und generell, ob ihr zu dem einzelnen Thema noch was anzufügen habt oder ob ihr irgendwas anders habt oder ob was ihr habt. You are welcome, my friend. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan. Peace.